Wir melden uns nochmal aus der Dresdner Neustadt. Wir sind hier in der Nähe der Luisenstraße neben dem Abenteuerspielplatz Panama. Frau Werner, wir stehen hier im Luisengrün. Was hat es damit auf sich? Ja, das Luisengrün ist eine grüne Oase, wird entstehen hier an der Luisenstraße. Hier dreht sich alles ums Spielen. Im Wald, mitten in der Stadt. Und wir stehen sozusagen auf der Waldlichtung. Das ist der Spielplatz des Hortes. Was haben Sie hier alles gemacht? Ja, hier auf dieser Fläche haben wir angelegt einen Wasserspielplatz. Eine Schaukel steht da, ein kleines Häuschen ist da, ein Beispielplatz mitten auf der Wiese und eine Balancierstrecke, die neben dem Balancieren auch noch zum Sitzen und Feiern einladen soll. Dazu hat sich der Hort noch einen Bauwagen gewünscht, in dem ein kleines Gruppenzimmer ist. Wann wird das dann hier alles von den Kindern in Besitz genommen? Die Kinder werden mit Beginn des Schuljahres diese Fläche in Besitz nehmen. Der Hortspielplatz ist erstmal der erste Teil des Projekts. Sie bauen dann noch weiter? Ja, im zweiten Bauabschnitt soll ein öffentlicher Spielplatz entstehen mit einer Kletteranlage, einem sozusagen Kletterwald, wo Spielgeräte zum Sitzen, zum Rutschen, zum Schaukeln und zum Wippen einladen sollen. Die Kletteranlage ist gedacht für die 4- bis 10-Jährigen, genauso wie für die 0- bis 3-Jährigen für die ganz Kleinen. Wann wird das voraussichtlich eröffnet? Dies wird wahrscheinlich Ende des Jahres fertig und dann auch eröffnet werden. Danke, Frau Werner, für die Information. Ich glaube, das wird ein schöner neuer Treffpunkt für die Neustadt. Ja, das denke ich auch. Danke Ihnen und wir geben zurück in die Drehscheibe.